Also Karajan konnte dirigieren, er hat es gelernt und er wusste, was, das, was die Sänger brauchen und er wusste, wie man einen wie soll ich sagen, einen Takt ein bisschen verlängern kann mit einem langen Arm. Und er hatte eine Technik, die überwältigend war, also Dirigiertechnik. Und das vergessen alle Leute nämlich manchmal. Ich ärgere mich heute, wenn man über den Karajan loszieht und sagt, hoch, der Karajan, da soll mal erst einer kommen, der so ist wie der Karajan. Nicht?